Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute will ich euch zeigen, wie ihr einen Schiebeschlitten für eure Tischkreissäge bauen könnt, damit ihr nämlich nicht auf dieses Teil hier angewiesen seid. Das funktioniert zwar, aber genau arbeiten kann man damit nicht. Hast du Interesse? Dann lass uns loslegen! Ich beginne damit, auf die 9 mm dicke Multiplexplatte die Breite der Tischkreissäge abzuzeichnen. Den verbleibenden Teil messe ich aus, um den dann auf dem Parallelanschlag abschneiden zu können. So schneide ich mir nun die Platte zurecht. Es geht weiter mit den beiden Nuten. Die messe ich jetzt erstmal aus. Die Nut ist 16 mm breit und 7,5 mm tief. Daher nehme ich mir jetzt eine 6 mm dicke Multiplexplatte und schneide mit dem Parallelanschlag zwei Streifen von 16 mm Breite aus. Bei den Streifen achte ich darauf, dass sie ein bisschen Spiel haben, um sich bewegen zu lassen. Jedoch nicht so viel, dass sich der Schiebeschlitten später seitlich bewegen lässt, also kippeln könnte. Dadurch wäre der Winkel von 90 Grad nicht mehr sicher gewährleistet. Um die Leisten an die Platte leimen zu können, lege ich jetzt Unterlegscheiben in die Nut, um die Leiste leicht anzuheben. Auf der einen Seite, wo nicht der eingebaute Schiebeschlitten vorhanden ist, ist die Nut deutlich tiefer. Jedoch gibt es bei der Nut kleine Kanten. Hierein passen genau die Unterlegscheiben. So ist auch diese Leiste auf der richtigen Höhe. Jetzt werden die Leisten mit Holzleim bestrichen. Danach lege ich grob die 9 mm dicke Platte auf die Leisten und richte sie grob an der Tischkreissäge aus. So schiebe ich den Schlitten ein bisschen raus und schraube die Leiste zusätzlich mit 16 mm langen Schrauben fest. So verfahre ich auch auf der anderen Seite. Und auch der Zwischenraum wird verschraubt. Dafür bohre ich mit einem 3 mm Bohrer vor und senke die Löcher mit einem Kegelsenker vor. Jetzt wird noch der überschüssige Holzleim auf den Leisten abgestriffen. Weil die 16 mm langen Schrauben etwas zu groß sind, feile ich im Nachgang noch die Spitzen ab. So, um jetzt den Schnitt in der Platte zu machen, müssen wir vorübergehend den Spaltkeil entfernen. Ich zeige euch gerade mal, wie das geht. Der Spaltkeil ist nur mit zwei Zylinderschrauben befestigt. Wenn die gelöst sind, lässt sich dieser ganz einfach entfernen. Jetzt wird der Schnitt durch die Platte mit der Tischkreissäge erstellt. Wichtig dabei, haltet noch Abstand von den Rändern. Nicht ganz durchsägen, das kommt später. Mit einem großen Winkel und einer 3,8 x 5,8 dicken Dachlatte wird jetzt der Anschlag gebaut. Jetzt zeichne ich die Breite vom Schiebeschlitten an und schneide die Dachlatte auf der Kappsäge zurecht. Um die Kanten noch etwas zu verschönern, fase ich die Ecken einmal ab. Jetzt wird die Dachlatte mit Holzleim bestrichen und auf die Platte vom Schiebeschlitten gestellt. Mit dem großen Winkel stelle ich sicher, dass der 90 Grad Winkel exakt stimmt. Hierbei habe ich mir sehr viel Zeit gelassen. Der Winkel muss auf jeden Fall stimmen. Von unten durch die Platte bohre ich mit einem 3 mm Bohrer vor, senke mit dem Kegelsenker und schraube die Dachlatte mit 45 mm langen Schrauben fest. So, das wäre geschafft. Jetzt nehme ich ein Stück Restholz und schneide hier ein bisschen rein. Mit einem Anschlagswinkel kontrolliere ich an diesem nochmal den 90 Grad Winkel. Wenn mir hier was aufgefallen wäre, hätte ich sofort noch, solange der Leim noch nicht getrocknet ist, Anpassungen treffen können. Es ist jedoch alles in Ordnung. Daher geht es weiter mit der anderen Seite. Auch hier baue ich in gleicher Weise einen Anschlag mit einer Dachlatte.
Wenn das erledigt ist, können die Schnitte auch bis zum Rand durchgezogen werden. Dabei ist nur darauf zu achten, dass das Sägeblatt nicht komplett rausgefahren wird. Die Dachlatte darf nur bis etwa zur Hälfte durchgeschnitten werden, weil die jetzt den Schiebeschlitten im Prinzip zusammenhält. Jetzt nochmal kontrollieren. Passt alles? Perfekt! So, damit ist der Schiebeschlitten fertig. Warum ist das so eine tolle Sache? Weil ich jetzt einen perfekten 90-Grad-Winkel auch für größere Platten schneiden kann. Ganz wichtig ist, dass wir danach wieder den Spaltkeil einsetzen. Wenn der nicht da ist, können uns Sägeteile einfach ins Gesicht geschleudert werden von der Tischkreissäge. So, und damit sind wir fertig. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr mir das gerne zeigen, indem ihr einmal unten auf den Daumen hämmert. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, abonniert mich doch. Ich lade in regelmäßigen Abständen neue Videos rund um das Thema Holzbau hoch. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!